Yo, wunderschönen guten Bad, meine Sprüche Spritzer. Crony ist hier am Start und wir sind hier auf einer neuen Seite Keyrob. Die werden uns mal angucken. 400 US-Dollar haben wir aufgeladen bekommen. Ist ein gesponsertes Video. Gambling ist natürlich erst ab 18 und auch nur, wenn ihr Kohle übrig habt. Aus den 400 Dollar muss ich zwei Videos machen. Deswegen können wir zweimal 200 Dollar machen. Und ja, ich würde sagen, wir scheppern da jetzt einfach mal direkt rein. Gucken uns die ganze Nummer an. Haben hier ziemlich viele Cases. Also das Design ist auch mal was ganz anderes. So ein bisschen schlichter. Ich glaube, wir probieren mal die AK-47 Case. Sehen hier die Odds dran. Leider nicht. Sehr geil. Was ist, wenn ich drauf drücke? Okay, da stehen die Preise, was die wert sein können. Aha. Steht aber nicht dran, was für Odds das sind. Okay, schade. Wäre natürlich noch cooler gewesen, wären hier die Odds dabei, aber ist egal. Machen wir jetzt mal auf. Wir machen, denke ich, immer zwei gleichzeitig. Oha. Aber der Sound ist nice, auch wie das am Anfang so. Oh. Ach komm. Ich kann den Roll nicht einschätzen. Alter, die Sounds sind aber übelst nice. Die Sounds sind übelst nice. Oh Mann, man kann es halt echt noch nicht einschätzen. Kommen wir jetzt hier weiter, zum Beispiel Wellen Check, weil ich absolut gerade. Oh lol. Gefällt mir richtig gut, die Sounds, ey. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den Sounds haltet. Dann hier zwei Stück auf. AK Kartell. Ah, wir machen mal 50 Dollar von diesen Cases auf hier. AK Cases. Einfach damit wir ein kleines Resümee haben. Oh, das ist jetzt eins weiter. Das wäre halt. Oh, krass. Oh, langsam wird es aber echt übel. Aber jetzt sind wir auf 350, danach müssen wir aufhören. Oh, die Case Harnet wäre ja auch nice gewesen, ne? Oh, das ist bis jetzt echt übel. Wir gucken mal rein. Kann ich die irgendwie alle markieren? Nee, geht nicht. Gibt es hier einen Trader, wo ich das vielleicht reinpacken kann? Ja, da gibt es einen Upgrader, okay. Oh, den gucken wir uns nachher auch mal an. Gucken wir mal, wie viel wir hier insgesamt Minus gemacht haben bei den AK-Cases. Reicht jetzt nicht alle? Plus. Kann ich da nicht alle reinpacken? Das ist echt ein bisschen komisch, das müssen wir jetzt selber ausrechnen. Ah, knapp 33 Dollar, also 20 haben wir schon Minus gemacht. Wir machen hier unten erstmal weiter und machen jetzt die AWP Cases auf für 50 Dollar. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal Minus gemacht. Wir hoffen natürlich auf den einen dicken Win. Zum Beispiel der hier unten, alle. Die Neonoi, die wäre gerade. Oh, Electric Type. 22 Dollar, lecker. Die war schon mal nicht schlecht, ey. Also absolut schon mal nicht schlecht. Medusa wahrscheinlich, oder? Die kann ich gar nicht einschätzen vom Preis her. Okay, ungefähr. Ah, minus ein Dollar. Oh, die Mortis. Oh, da eins weiter. Oh nee, ich wollte gar nicht die Mortis, cool. Die sah irgendwie so krass aus. Ich muss unbedingt auch mal wieder ein paar Skin-Videos machen, damit ich in die Preise reinkomme und so weiter. Ich habe aktuell keine Ahnung, was die Dinger wert sind. Auch ungefähr plus minus null. Danach können wir, glaube ich, noch eine Case aufmachen. Boah, hier die Electric Hive wäre halt auch übelst geil gewesen. So, machen wir mal zu. Okay, jetzt machen wir noch eine Case auf hier. Zack. Ich hoffe natürlich, dass wir hier mit dem Plus rauskommen. In den meisten Videos macht man natürlich Minus. Ist einfach so. Übertrieben, ja. Picken Plus gemacht. Also das lief schon relativ harmonisch, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, wir schauen uns noch den Trade-Up an. Deswegen machen wir noch zwei fette Cases auf. Oder halt eine Knife-Case. Könnten wir uns überlegen, ob wir uns hier noch eine Knife-Case gönnen sollen. Ach, scheiß drauf. 3, 2, 1, go. Wir müssen die Seite testen. Und, oh nein. Oh Gott, wäre das ein zweiter Nice. Butterfly. Verkaufen, 214 Dollar. Alleine einsammeln. Lol. Okay. Da haben wir jetzt auf jeden Fall richtig gut Profit gemacht, wenn wir hier mal gucken. Wir haben hier alleine mit dem Messer das, was wir ausgegeben haben. Der ganze Rest ist gratis sozusagen. Okay, dann würde ich sagen, können wir hier die Upgrades noch testen. Mann, warum kann ich denn hier nicht mehrere auf einmal machen? Was soll denn der Unfug? Boost Balance kann ich machen. Ich kann hier aber, kann ich die denn kombinieren? Ist ja voll dumm. Ich will ja keine 45 Cent Skins gleich auszahlen. Ja, machen wir mal größer als 10 Dollar. Die SSG, die könnte man gut verkaufen. 3% Chance. Aber guck mal, Balance kann ich jetzt dazu packen. Ach, ich kann Balance usen. Okay, pass auf. Dann machen wir das anders und ich verkaufe hier die ganze Low-Kacke. Die verkaufe ich einfach und mache da draus dann Trade-Ups direkt mit Cash. Okay, das geht natürlich hier. Den Skin kann man nicht gut verkaufen. Den auch nicht. So, hauen wir die noch weg. So. Ungefähr 50 Dollar. Damit können wir jetzt noch ein paar Trade-Ups machen. Habe ich Bock, muss ich sagen. Packen hier trotzdem noch ein Item rein und machen mal 50 Dollar. Ja, die sieht mir lecker aus. Nehme ich noch ein bisschen Loose Balance.
Ja, da kann ich aber auch nicht so viel nehmen, wie ich will. Ach so, 75%. Okay, nee, 75% wollen wir nicht. Wir wollen hier... Ja, so ungefähr. Das sieht gut aus. Upgrade, Attacke. Oh, da kommt kein Sound. Da kommt kein Sound. Oh. Auch kein Verlierer-Sound, okay. Will ich aber nochmal versuchen. Die will ich ja einfach haben. Okay, ich muss aber einen Skin dazu packen und kann den noch ein bisschen Balance dazu hauen. So, probieren wir es nochmal. Rein in die Olga. Ansonsten haben wir halt ungefähr 50 Dollar plus gemacht. Oh, das sieht... Oh, knapp. Knapp, aber haben wir. Haben wir, Alter. Absolut lecker. Jetzt muss ich hier auch mal refreshen, weil die Balance irgendwie nicht weggeht. So, also 20 Dollar habe ich noch übrig. Dann probieren wir mal die hier. 20 Dollar haben wir noch. So, ballern wir rein. Und Attacke, würde ich sagen, Alter. Schade, dass hier kein Sound ist. Der Sound von den Kisten fand ich nämlich übernice. Ah, schade. Okay, wir hören hier aber trotzdem mit gut was auf. Ich werde jetzt hier mal den Trade-Link und so weiter eingeben. Dann gucken, wie lange es dauert zum Auszahlen. So, ich habe jetzt hier den Trade-Link eingegeben. Ich dachte eigentlich, es dauert ein bisschen länger, weil bei den meisten Seiten muss man gerne noch 5 Dollar aufladen oder sowas. Das Angebot wurde zur Versendung übertragen. Die haben wir alle verkauft, verkauft, verkauft. Können wir hier halt überall mal einsammeln drücken, ne? Jetzt mal gespannt, wie lange das dauert. LOL. Kein Scheiß, Freunde. Ich bin jetzt original 34 Sekunden am Aufnehmen und ich habe in dem Video, also es hat keine 20 Sekunden gedauert. Ein paar andere Items sind hier irgendwie noch ein bisschen am Struggeln. Wieder aufgetreten? Ne, nicht aufgetreten. Angenommen. Ein paar andere Items sind hier irgendwie anscheinend noch am Struggeln. Okay, die ist jetzt auch da. Innerhalb von 30 Sekunden. No joke. Das ist heftig, weil bei den meisten Seiten ist es ja so, dass man gar nicht mehr direkt auszahlen kann, sondern man muss erst mal 7 Tage warten. Oder man macht halt Player-to-Player. Oder man macht halt dies, das, Ananas, Alter. Aber hier die zwei größten Items habe ich jetzt innerhalb von 30 Sekunden bekommen. Absolut lecker. Jetzt gucken wir mal, wenn wir noch einen Preisvergleich, was ist dieses Knife wirklich wert? Wird dann in den Seiten ja mal... Digga, ist sogar noch mehr wert, Alter. Halt's Maul. Wird nämlich in den meisten Seiten... Lass mal hier gucken, wie wird's verkauft? Ja, für 200 Euro. Und hier wird's angezeigt für 214 US-Dollar. Und das sind 214 Euro. Bedeutet, das sind 250 US-Dollar. Hier... 53 Euro, Digga, Tatsache. Hier ist 50 US-Dollar angezeigt. Aber auf den meisten Seiten ist es so, dass die Items höher angezeigt werden und nachher guckst du in Steam, bist traurig, weil es 10 Euro weniger wert ist oder so. Krass. Gefällt mir? Lasst eure Meinung unten in den Kommentaren. Das ist nicht der Goldbereich. Was soll ich denn damit machen? Ich habe hier nämlich auch so 1900 Coins bekommen. Level 3, was ist denn das? Goldarena. Ah, lol. Kann man so Spiele dann aus dem Gold rausholen? Okay. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Testen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Ich bin überzeugt. Haut rein und bis bald. Ciao.